Hallo, ich bin der Daniel Bonacker, ich bin Skicrosser und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei Startblock 07. Wir sind Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einem Startblock 07 Spezial. Die Handballsaison, die steht in den Startlöchern. Vorher wird aber erstmal fleißig trainiert und darüber reden wir heute in einer Doppelausgabe und melden uns heute aus dem Göckelesfest in Bissingen. Und bei mir ist Nationalspielerin Luisa Schulze und der Trainer der SG Ladies Martin Albertsen. Schön, dass ihr heute da seid und ja, ihr seid wahrscheinlich auch heiß drauf, dass es wieder losgeht. Es ist nicht nur heiß draußen, sondern eben es ist jetzt auch Zeit, dass wieder was getan wird, oder Luisa? Ja, auf jeden Fall. Also was heißt was getan? Klar waren wir im Urlaub, aber in den letzten Wochen gab es einen ordentlichen Lauf- und Kraftplan vom Trainer. Und von daher ist man schon wieder ein bisschen im Gange. Aber man kann sowas doch auch irgendwo in den Urlaub einbauen oder so ein paar Trainingseinheiten. Dann macht es vielleicht sogar auch mehr Spaß. Trainieren woanders, vielleicht am Meer zum Beispiel. Wie hast du es gemacht? Ja, also ich durfte mal den Kraftraum und das Laufband auf dem Schiff probieren. War auch schön mit dem Ausblick aufs Meer. Und ja, natürlich ist es auch cool, früh zu trainieren und danach rauszugehen in eine neue Stadt jeden Tag. Und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht und Erholung war auch dabei. Ja, Martin, das hört man als Trainer gerne, dass die Mädels auch was machen, aber sie müssen auch was machen, weil wenn ihr euch trefft, dann fangt ihr oder wollt ihr natürlich nicht bei Null anfangen. Das ist ganz wichtig einfach. Ja, das ist so, dass Form soll gut sein. Ich bin überzeugt, dass jede Person in unserer Mannschaft hat das ordentlich gemacht. Wir haben etwas vor und dann kann ich als Trainer anfangen mit mehr Fokus an solche Dinge wie passen, werfen, wieder Schulter in Gang zu bekommen und diesen taktisch-technischen Fokus gleich am Anfang. Und ja, ich denke, wir bekommen genug zu tun. Aber trotzdem, am Anfang spielt der Ball, glaube ich, nicht so eine ganz große Rolle zum Leidwesen der Spielerinnen. Am Anfang geht es doch nochmal weiterhin auch erstmal nochmal um die Grundlagen. Ja, also wir haben extra Lauf dazu, klar, in dieser Periode und Krafttraining wird eine ganze Saison auch ein heißes Thema. Und allgemein, also wir sind in einer professionellen Top-Mannschaft, wer unbedingt immer in bester Form sein müssen. Das gibt Spielerinnen, wer viel spielt, das gibt Spielerinnen, wer weniger spielt, die müssen noch mehr machen. Körperlich und ja, als Handballer, als professioneller Handballer, dann musst du echt viel körperlich machen. Luisa, der Trainer hat es gesagt, ihr seid eine professionelle Top-Mannschaft, aber viele vergessen, dass Bietigheim auf der Landkarte im Top-Handball ja noch gar nicht so lange ist. Ihr seid Meister geworden und eben in der letzten Saison in Anführungsstrichen nur Vizemeister und nur Vizepokalsieger, was ja aber trotzdem eine richtig gute Leistung war, wenn man drauf geschaut hat, wie die Umstände waren, oder? Auf jeden Fall. Also klar will man immer einen Titel gewinnen und das war letztes Jahr einfach großartig. Aber ja, man muss leider sagen, dass wir viele wichtige Ausfälle hatten und dafür haben wir uns trotzdem gut geschlagen und können trotzdem ein bisschen zufrieden sein. Aber in Anspruch von jeder ist hier natürlich, den Titel zu gewinnen. Aber ich denke, diese Saison, wenn die ganzen Verletzten wieder da sind, Maura, die schwanger war, denke ich, sieht das wieder ganz gut aus. Darüber reden wir gleich noch mit dem Trainer, aber auch dann vielleicht noch mal ganz kurz zurück, auch wenn ihr es vielleicht gar nicht mehr hören wollt, die Finalniederlage im Pokal in Stuttgart, die hat wahrscheinlich wehgetan, aber ist vielleicht jetzt in der Nachbetrachtung auch noch mal zusätzliche Motivation für die neue Saison? Ja, also... Man hört, es schmerzt immer noch. Ja, es war natürlich kein schönes Erlebnis. Wir wollten natürlich in Stuttgart gerne den Titel gewinnen. Aber Oldenburg ist eine Pokalmannschaft, hat das super gespielt. Uns ist nicht alles gelungen. Und ja, aber das Ziel haben wir immer noch, den Pokal zu gewinnen. Und das wollen wir natürlich in dieser Saison auch schaffen. An den Martin die Frage mit dann doch nochmal einer veränderten Mannschaft. Es gab ein paar Abgänge, es gibt ein paar Neuzugänge und du hast es schon angesprochen mit Maura und auch mit Kim Neitzinavicius. Es sind ja im Prinzip zwei Neuzugänge fast nochmal, weil die ja wirklich lange gefehlt haben. Vielleicht vor allem die Frage an die Kim. Wie sieht es bei ihr aus? Ein Kreuzbandriss, da gibt es ja immer verschiedene Meldungen, wann man dann wieder direkt einsteigen kann. Wie ist da vielleicht die Lage? Das ist vielleicht recht interessant zu wissen. Ja, also ich muss sagen, dass ich bin sehr positiv, wenn wir reden über Kim, also ihrer Weg zurückzukommen, ihrer Arbeit, sie sitzt da und sie ist sehr, sehr zufrieden mit sich selber. Sie hat einen mega
Job gemacht in Reha und ich bin überzeugt, dass sie kann mit den anderen anfangen. Klar, es gibt Sachen, wo wir müssen aufpassen, auch mit Kim, wie mit Mauer, wer lange nicht dabei war und so. Und allgemein verletzte Spielerinnen muss man immer aufpassen, aber ich denke, Kim wäre eine Saison bekommen, wo man wieder ihrer Top-Niveau sieht. Das ist auf jeden Fall meine Erwartung. Und allgemein, also ja, wir sind überglücklich, dass wir wieder so 16 Leute Minimum im Training haben. 4 Neuzugänge kommen noch dazu, über die reden wir gleich im zweiten Teil unseres Startblock 07 Spezials. Herzlich willkommen zurück bei unserem Startblock 07 Spezial zum Trainingsauftakt der SG BBM Bietigheim. Bei mir sind immer noch Luisa Schulze und der Trainer Martin Albertsen. Ja, Luisa, es ist beim Handball so, da kommen dann neue Spielerinnen dazu. Wie geht man da professionell aufeinander zu und wie ist da so das erste Kennenlernen? Ja, ich denke, jeder ist Profi genug und man kennt sich aus den Spielen gegeneinander, aus der Nationalmannschaft, wie jetzt im Fall Dina Eckerle zum Beispiel. Ja, und man freut sich einfach dann irgendwie in einem Team zu spielen und ja, man versucht die Mädels dann mitzunehmen und zu zeigen, wie es lang geht hier und ja, ist einfach Freude. Ja, Martin, wir haben es angesprochen, es gibt im Prinzip 2 Neuzugänge aus den eigenen Reihen, die eben lange gefehlt haben, aber es gibt, Luisa hat schon angesprochen, Dina Eckerle, die ja erst 22 ist, aber 7 Jahre beim Thüringer HC gespielt hat, 6 Meistertitel gewonnen hat, ja, und mittlerweile auch 24 Länderspiele hat und die aus der Region hier kommt. Ich denke, das ist eine super Verstärkung für euch, oder? Ja, auf jeden Fall, wir freuen uns echt, dass Dina hat. Ja, diesen Ziel, was wir haben vorher in Bietigheim, das hat Dina gefallen und sie wollte auch unbedingt ganz oben spielen und auch ein bisschen in Champions League irgendwann als erste deutsche Mannschaft ein bisschen da etwas zu tun haben. Klar ist unsere Ziele sehr, sehr hoch hier in Bietigheim, aber deswegen können wir auch gute deutsche Spielerinnen holen, weil ja, das ist einfach eine Führungsmannschaft, wer etwas vorhaben. Laura van der Heijden kommt auch, 28, niederländische Nationalspielerin. Die war schon mit 17 Nationalspielerin und hat mittlerweile in ihrem Alter mit 28 schon 183 Länderspiele. Also da kommt die geballte Erfahrung. Tut euch auch gut, vielleicht gerade in Sachen Champions League, wo ihr vielleicht euch auch ein bisschen mehr etablieren wollt? Ja, also Laura war in Oldenburg, war viel unterwegs mit Holland, hat viel erreicht als Nationalspielerin und da muss man sagen, sie hat in ein Top-6-Mannschaft in der Welt gespielt die letzten Jahre her und man muss sagen, dass Budapest ist eine von den Mannschaften, wo man kann immer wissen, sie sind immer dabei und da war sie eine wichtige Spielerin und da wie die anderen, was wir präsentieren später, also für mich war das wichtig, dass die waren irgendwann in Deutschland, auf jeden Fall, dass die einen guten Deutsch am Anfang sprechen könnte, sodass diesen Teambuilding, diesen schnelle neue Mannschaft so reinführen, aber ein Weg einfacher geht und da bekommen wir überhaupt keine Herausforderung nächste Saison. Jeder von uns hat dann eine deutsche Sprache mit sich. Denn auch die Kim Braun ist eigentlich eine Belgierin, aber eine Deutsch-Belgierin war zuletzt in Leverkusen und Daniela Gustin kommt aus Schweden, aber die hat auch schon 3 Jahre in Deutschland gespielt. Luisa, du bist auch wieder zurück in der Nationalmannschaft, hast da jetzt auch wieder einige Auftritte gehabt. Würdest du schon sagen, dass der Wechsel nach Bietigheim vielleicht ein Jahr lang gebraucht hat, bis du wieder da warst, wo du dich selber auch gerne sehen würdest? Ja, also ich habe schon gemerkt, nach den 10 Jahren Leipzig, dann dieser Wechsel, dass es schon eine Weile gedauert hat, um wieder ja, ich zu sein, aber ich denke, das ist mir dann in der letzten Saison gut gelungen und ich bin immer noch nicht am Ende und möchte natürlich jetzt auch in der kommenden Saison ja, mit guter Leistung überzeugen, um mich natürlich dafür dann auch für die Nationalmannschaft ja, wieder zu zeigen. Und es hat Spaß gemacht, jetzt wieder dabei zu sein, wieder für Deutschland zu spielen. Und ja, ich hoffe, dass wieder einige Spiele dazukommen. Denn es stehen ja noch schöne Ziele in naher Zukunft an. Vielleicht nochmal an euch beiden dann doch die Frage, mit was für Erwartungen geht man in diese Saison? Jetzt sind die Neuen ja noch nicht alle wirklich da und es hat sich noch nicht alles so wirklich eingespielt, aber so mit so einem Gefühl, was wollt ihr denn erreichen? Titel sind natürlich immer was Schönes, oder? Auf jeden Fall, dafür trainiert man täglich hart und ich denke trotzdem, dass wir hier immer den Anspruch haben, um die Meisterschaft mitzuspielen. Wir wollen gerne wieder Meister werden und ja, der Pokal kratzt natürlich auch noch. Das hatten wir ja vorhin schon das Thema,
So einen Pokalsieg durfte ich zweimal schon feiern und würde ich gerne mit Bietigheim nochmal wiederholen. Martin, es wird wahrscheinlich wieder der Thüringer HC sein, der auch um den Titel kämpft. Wen siehst du noch stark in der Liga? Auf wen muss man schauen? Also ich sehe deutsche Liga noch stärker diese Saison als letzte Saison. Und letzte Saison war schon eine Steigerung. Man muss sagen, dass ein Team wie Dortmund, die kommen mit 200 pro Stunde und wollen unbedingt auch über Meisterschaft reden. Wir wissen, dass Metzingen, also das ärgert Metzingen, dass wir vorne die letzte paar Saison war. Das weiß ich, die wollen auch unbedingt über Meisterschaft reden und Thüringer sowieso. Jetzt haben wir Diener geholt und das ist genug Motivation von Thüringer, das sage ich dir. Allgemein kommt immer Outsider, das hat man auch, wenn wir reden über Pokal gesehen. Aber wie Löse sagt, also ich bin auch hier gekommen nach Bietigheim, jedes Spiel zu gewinnen. Ich wollte alles Spiel gewinnen und das ist unser Ziel. Wir trainieren jeden Tag, so dass wir am Ende mit Pokal steht, ob das ist in Meisterschaftsrunde oder wir reden über Champions League, wollen wir auch ganz vorne mitspielen. Wir wollen immer das Beste geben und hoffentlich können wir nach nächster Saison immer etwas feiern. Luisa, Martin, vielen herzlichen Dank und ja, dann hoffen wir einfach, dass wir vielleicht im nächsten Jahr wieder hier sitzen und dann über einen Titelgewinn sprechen. Euch einen guten Start in die neue Saison und viel Erfolg. Das war Danke. Unser Startblock 07 Spezial. Wir sehen uns wieder nächsten Donnerstag. Dranbleiben lohnt sich. Bis bald.